jetzt ist so langweilig, dass es nichts zum Spielen gibt. Ja, jetzt kommt überhaupt keine neuen Spiele mehr raus. Ein Klassenkamerad hat mir ein neues Spiel gegeben, das ich spielen soll. Ein neues Spiel? Worum geht es? Er scheint Wednesday von der Geburt bis zum Tod zu heißen. Der zweite Teil. Von der Geburt bis zum Tod? Das kommt mir bekannt vor. Oh, das ist ein cooles Spiel. Wir haben den ersten Teil gespielt. Weißt du noch? Virtuelle Realität. Gut, lass uns das ein bisschen spielen. Ich will Wednesday sein. Gut, du bist die Erste. Sollten wir die Hinweise und Regeln lesen? Warum? Du wirst alles währenddessen herausfinden. Wähle eine Familie. Was soll ich wählen? Hier gibt es drei Möglichkeiten. Ich kenne die Wednesday-Familie. Matisha und Gomez sollten dort sein. Also wähle eine von ihnen. Familie 2. Ui. Ui. Es sind nicht Matisha und Gomez. Es ist eine ganz normale Familie. Es ist also ein schwieriges Level. Hier steht, dass sie versuchen werden, dich zu reformieren. Das werden wir sehen. Schatz, wie geht es dir? Ich bin so hungrig. Ich bring dir alles, was du willst, okay? Ich möchte etwas Schwarzes essen. Schokolade, Oliven, Cola. Gut, gut, gut. Hier, wenn du noch mehr willst, kaufe ich mehr. Autsch, das tut so weh. Hast du Schmerzen? Soll ich den Krankenwagen rufen? Ich glaube, ich bekomme ein Kind. Beruhig dich. Ich bin ruhig. Du beruhigst dich jetzt. Geburt hier oder Geburt in einem Krankenhaus? Wie ist die Nummer dafür? Ich hab's vergessen. Der Krankenwagen wird nicht rechtzeitig da sein. Ah, die Geburt fängt schon an. Was für eine schöne Tochter wir haben. Ja, genau wie der Papa. Hast du dir schon überlegt, wie sie heißen wird? Vielleicht Valentina, wie meine Urgroßmutter. Zustimmen oder ablehnen? Sie scheint diesen Namen nicht zu mögen. Vielleicht Larissa, das war der Name meiner ersten Freundin. Das Baby nach deiner Ex benennen? Auf keinen Fall. Aber ich habe keine weiteren Ideen. Vielleicht Alice, zu Ehren meiner Tante. Zustimmen oder ablehnen? Alice will sie auch nicht heißen. Was ist da runtergefallen? Es ist ein Kalender. Ja, es ist Mittwoch. Wollen wir sie Mittwoch auf Englisch, also Wednesday, nennen? Wednesday? Tochter, was denkst du? Zustimmen oder ablehnen? Sie mag es, sie lächelt. Es ist also entschieden, Wednesday Adams. Klingt toll. 3 Jahre alt. Wednesday, wie geht es dir? Mama hat dir neue Spielsachen gekauft. Schau, wie toll sie aussehen. Hübsch. Schau, so musst du spielen. Hi, wie geht's dir? Oh, mir geht's gut. Wie heißt du? Ich bin Bob. Und ich bin die Ente... Popo, lass uns Freunde sein. So. Spielen oder nicht spielen? Nun, wenn du nicht willst, dann ist das so. Schau mal, was dir deine Mutter noch gekauft hat. Das ist ein Prinzessinnenkleid. Zieh es an, es wird dir gefallen. Du willst immer nur schwarz. Zustimmen oder ablehnen? Warum bist du so traurig? Das liegt an Wednesday. Sie ist nicht wie die anderen Kinder. Ihr geht's gut. Sie mag halt nur manche Sachen nicht, okay? Alle Kinder lieben buntes Spielzeug. Sowohl Jungen als auch Mädchen, aber nicht unsere Wednesday. Sie ist ein ruhiges Kind. Sie stört ihre Eltern nicht und ist nicht so verwöhnt. Das ist es, was mir Angst macht. Ich weiß, womit Wednesday gerne spielen wird. Gehen wir. Meine Kleine, Papa hat dir ein Geschenk mitgebracht. Das wird dir bestimmt gefallen. Ist es eine Spinne? Was für eine Abscheulichkeit! Nimm sie weg von dem Baby! Zustimmen oder ablehnen? Schau mal, unser Baby ist begeistert davon! Was für ein Horror! Ich sehe nichts Schlimmes daran. Sie wird ganz normal aufwachsen. Manche haben halt andere Interessen, ja? Das hoffe ich. Fünf Jahre alt. Ich mache mir Sorgen. Wednesday hat nicht einen einzigen Für Freund. Für andere ist es schwierig, mit einem so klugen Mädchen wie unserer Wednesday befreundet zu sein. Ich hoffe, sie findet Freunde, wenn sie zur Schule geht. Mama, Papa, kann ich draußen spazieren gehen? Natürlich, geh. Kann ich einen Eimer mitnehmen? Nimm, was du willst.
Endlich geht sie mal raus und ist spazieren. Vielleicht freundet sie sich mit den Nachbarskindern an. Natürlich wird sie das. Du machst dich nur umsonst verrückt. Ja, du hast recht. Ich frag mich, warum sie einen Eimer braucht. Hast du mit den anderen Kindern gesprochen? Nein, irgendwie wollten sie nicht mit mir spielen. Warum? Warst du nicht nett zu ihnen oder sowas? Nein, ich habe ihnen meinen Eimer gezeigt und sie waren erschrocken. Was ist in deinem Eimer? Chuck, bring sie sofort aus dem Haus, damit ich sie nicht sehe. Mama, ich brauche diese Frösche. Wednesday, warum brauchst du Frösche? Ich möchte mit ihnen experimentieren. Die Frösche wurden freigelassen. Wenn du Experimente durchführen willst, können wir dir ein Set für junge Chemiker kaufen. Zustimmen oder ablehnen? Ich brauche keine Chemiker-Sets. Ich will Frösche. Übrigens, ich habe für Wednesday eine coole Puppe gekauft. Hier, schau mal. Meinst du, sie wird ihr gefallen? Sie mag nur gruselige Puppen. Sie wollte sie selbst, okay? Hat Wednesday diese Puppe gewollt? Ich glaube es nicht. Versuche sie ihr zu geben. Wednesday, kann ich reinkommen? Komm rein. Schatz, was sind das für Zeichnungen? Das ist es, was uns nach dem Tod erwartet. Papa und ich haben dir ein Geschenk gekauft. Hier. Annehmen oder ablehnen? Danke, ich wollte sie einfach haben. Wirklich? Magst du diese Puppe? Puh, was für eine Erleichterung. Danke, Mama. Gut, dann spiel, ich werde mich nicht einmischen. Es ist eine schöne Puppe, aber irgendwie passt sie noch nicht ganz zu mir. Ändern oder so lassen, wie sie ist? Jetzt werde ich diese Puppe ein wenig verändern. Was für eine schöne Puppe. Puppe zeigen oder Puppe verstecken? Ich werde Mama und Papa zeigen, wie gut ich bin. Zum ersten Mal mochte sie eine Puppe und nicht ein gruseliges Monster. Siehst du, du musst ihr einfach Zeit geben, okay? Ja. Mama, Papa, ich habe diese schreckliche Puppe wieder repariert. Lass mich mal sehen. Chuck, sieh dir das an. Kreativ. Ich habe noch etwas zu erledigen. Sei nicht nervös, Liebes. Wir müssen Wednesday sofort zu einer Psychologin bringen. Glaubst du wirklich? Denkst du, dass es für ein Kind normal ist? Ja, du hast recht. Das sollten wir machen. Wednesday, wir gehen zu einer Psychologin. Zustimmen oder ablehnen? Nein, auf keinen Fall. Das steht nicht zur Diskussion. Du machst mir Angst mit deinem Verhalten. Deshalb gehen wir jetzt. Ich werde nirgendwo hingehen. Die nächste Patientin ist also Wednesday, 5 Jahre alt. Ich möchte nach Hause gehen. Hab keine Angst, Mädchen, ich beiße nicht. Aber ich schon. Ein schwieriger Fall. Ich möchte nach Hause gehen. Setz dich hin. Also, was stört dich? Sich weigern oder mit der Psychologin sprechen. Psst, Wednesday. Doktor, Hilfe! Meine Tochter verhält sich seltsam. Sie ist trübsinnig und will nicht mit anderen Kindern kommunizieren. Wednesday, was denkst du über die Worte deiner Mutter? Schweigen oder antworten? Wenn du dich ruhig verhältst, kann ich dir nicht helfen. Schweigen oder antworten? Gut, dann kannst du malen, während deine Mama und ich uns unterhalten. Braucht einen besonderen Ansatz. Ich habe noch nie so ein Kind gesehen. Sie ist schon seit ihrer Kindheit so. Sie interessiert sich für nichts außer Horrorfilme. Deine Tochter ist von einem bösen Geist besessen. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Bist du sicher, dass du eine Psychologin bist? Wir werden uns jemand anderen suchen. Sieben Jahre alt. Ich bin so besorgt. Unsere Tochter geht in die erste Klasse. Sie ist schlauer als alle anderen. Sie kann schon lesen und schreiben. Alle Eltern werden neidisch sein. Ich bin stolz auf sie. Wednesday, komm runter. Es ist Zeit für die Schule.
Bist du bereit, zur Schule zu gehen? Zur Schule gehen oder nicht zur Schule ich gehen? Ich will nicht zur Schule gehen. Wie kommt das? Alle Kinder gehen zur Schule. Ja, du kommst in die erste Klasse. Schule ist langweilig, ich weiß schon alles. Aber du musst zur Schule gehen. Wenn du nicht zur Schule gehst, dann werden wir Probleme bekommen. Ich gehe nicht auf eine dumme Schule mit dummen Kindern. Und was sollen wir mit ihr machen? Wir können sie nicht zwingen, zur Schule zu gehen. Weißt du irgendwas? Wir brauchen Homeschooling. Ja, die Lehrerin muss zu uns nach Hause kommen. Vielleicht kann die Lehrerin sie überreden, zur Schule zu gehen. Hallo, sind Sie Angela Viktorovna? Ja, ich bin die neue Lehrerin von Wednesday. Komm rein, wir bringen dich in ihr Zimmer. Wednesday, mach auf, deine Lehrerin ist hier. Wie kann ich dich lebendig machen? Wednesday, wir warten. Öffnen oder nicht öffnen? Eine Sekunde. Hallo Wednesday, ich bin Angela. Angela Viktorovna. Du bist 40 Jahre alt und wohnst in der Friedenstraße 43. Und woher weißt du das? Ich weiß alles. Nun, ich gehe und du lernst weiter. Heute haben wir Mathe. Hol einen Stift raus, wir werden Aufgaben lösen. Lernen oder Ärger machen? Sei nur vorsichtig, sonst setze dich auf meine Spinne. Ah! Welche Spinne? Wo ist sie? Meine Spinne Zorik. Ich habe sie für einen Spaziergang rausgelassen. Fang Zorik und wir werden die Lektion fortsetzen. Du hast sie erschreckt und jetzt weiß ich nicht, wo sie ist. Lass uns in einen anderen Raum gehen und Mathe machen. Zorik muss gefunden werden, denn beim letzten Mal ist er weggelaufen und hat den Hund des Nachbarn gefressen. Hund? Ja, er hat einen sehr großen Appetit. Lass mich nach deiner Spinne suchen und du wirst die Aufgabe lösen. Okay. Du kannst mit jedem Stift schreiben, entweder blau oder grün. In einem dieser Stifte befindet sich giftige Tinte. Ich weiß nicht mehr, welcher es ist. Du kannst meinen haben. Ich habe deine Spinne gefunden. Wirklich? Wo? Ah! Es hat funktioniert. Eiskaltes Hähnchen, du bist am Leben. Ist es eine lebende Hand? Es ist eiskaltes Hähnchen. Lern ihn kennen. Ah, ich habe genug. Ich werde ihr Aufgaben geben und ihr werdet sie selbst unterrichten. Ich werde nie wieder in dieses Haus zurückkehren. Ich bin 13 Jahre alt. Alle Fallen sind aufgestellt. Es bleibt nur noch zu warten, dass jemand in die Falle tappt. Wednesday hat wieder ihre Fallen aufgestellt. Noch mehr Fallen? Letztes Mal habe ich fast mein Bein verloren. Unsere Nachbarn haben schon Angst, zu uns zu kommen. Kannst du mit ihr reden? Ja, sie wird auf mich hören. Gefährlich. Wednesday, hast du wieder Fallen aufgestellt? Gestehen oder lügen? Nein, ich habe keine Fallen aufgestellt. Wozu ist dieses Warnschild dann gut? Uns kommen. Ich weiß, dass hier eine Menge Fallen sind, also entfernen Sie. Entfernen oder nicht entfernen? Ich werde nichts entfernen. Es nützt nichts. Es gibt keine Möglichkeit, den Cutter zu verstecken. Was ist hier passiert? Wednesday hat hier mit ihrer Guillotine gespielt. Wednesday, komm her! Wow, es ist schon lange niemand mehr zu uns gekommen. Wer könnte das sein? Ich werde die Tür öffnen. Polizei? Gibt's hier irgendwelche Probleme? Komm rein, setz dich. Eure Nachbarn beschweren sich, dass ihr in deren Garten gefährliche Fallen aufstellt. Verzeih uns, es ist unsere Tochter. Sie ist noch klein, sie benimmt sich nicht so gut. Sie ist nicht länger eine kleine Tochter, sondern eine erwachsene Gewalttäterin. Wednesday wird nicht mehr so sein. Oder Wednesday? Das ist nicht die erste Beschwerde von Nachbarn. Ich fürchte, dass wir ernsthafte Maßnahmen gegen dich ergreifen werden. Welche Maßnahmen?
aus dem Haus geworfen. Wie ist das? Ist es legal? Das ist ein Gerichtsbeschluss. Packe deine Sachen. Sachen packen oder Ärger machen. Es ist gut, dass du gekommen bist. Die anderen Polizisten werden sich freuen, dich zu treffen. Welche anderen Polizisten? Die in unserem Keller sitzen. Was machen sie dort? Sie haben uns auch alle möglichen Papiere mitgebracht. Wie kannst du es wagen, einer Polizistin zu drohen? Ich drohe nicht, ich warne dich nur. Das werde ich mir aufschreiben. Bedrohung von Polizistin. Dieses Haus ist verflucht. Jeder, der versucht, den Bewohnern dieses Hauses zu schaden, wird vermisst. Stimmt doch, oder, eiskaltes Hähnchen? Okay, okay, ich hab's verstanden. Lebe hier so lange du willst. Bist du sicher? Ja, es liegen keine Beschwerden gegen dich vor. Ausgezeichnet. Danke. Kann ich jetzt gehen? Bitte? Gehen lassen oder nicht gehen lassen? Du kannst jetzt gehen. Sei nur vorsichtig, der Garten ist vermint. Wir sind bereit. Wednesday, hast du deine Sachen gepackt? Mama, Papa, entspannt euch. Es gibt keinen Grund zu gehen. Wo ist die Polizistin? Ich habe mit ihr gesprochen und sie hat mir gesagt, dass wir weiterhin in diesem Haus wohnen können. Puh, was für eine Erleichterung. Und wie hast du sie überredet? Erzählen oder nicht erzählen? Das ist mein kleines Geheimnis. 17 Jahre alt. Ich kann es nicht glauben. Unser kleines Mädchen ist schon in der Oberstufe. Wednesday, wann ist dein Abschlussball? Nicht. Ich lerne auf eigene Faust. Aber du kannst doch trotzdem zum Abschlussball gehen. Ja, der Abschlussball ist eine magische Sache. Dort haben wir uns zum ersten Mal geküsst. Du solltest unbedingt hingehen. Hingehen oder nicht hingehen? Okay, ich werde für euch dorthin gehen. Juhu! Juhu! Ich helfe dir bei der Wahl deines Outfits. Du wirst die schönste auf der Party sein. Wednesday, welches Kleid gefällt dir am besten? Ich bin in diesem zum Abschlussball gegangen. Kleid 1, Kleid 2 oder nichts? Mama, es tut mir leid, aber ich mag diese Kleider nicht. Was willst du dann anziehen? Schau mal, was ich gefunden habe. Das ist das Kleid deiner Großmutter. Gefällt es dir? Nehmen oder nicht nehmen? Wow, dieses Kleid passt mir perfekt. Danke, Papa. Wednesday, du bist so eine Schönheit. Komm, ich bring dich zum Abschlussball. Bist du bereit, Tochter? Bereit. Ich hoffe, dein Abschlussball läuft gut und du wirst dich nicht ruinieren. Ruinieren oder nicht ruinieren? Mach dir keine Sorgen, Papa. Ich werde mich gut amüsieren. Mein kluges Mädchen, lass uns gehen. Wednesday, bist du noch nicht müde von der Arbeit? Mama, leck mich nicht ab. Ich versuche gerne, meine neue Erfindung anzupassen. In deinem Alter hatten Papa und ich dich schon. Mama, du tust es schon wieder. Kannst du deine Arbeit beiseite legen und dich auf die Suche nach einem Bräutigam machen? Arbeiten oder einen Bräutigam suchen? Mama, ich habe mich entschieden zu arbeiten. Ich habe schon versucht, einen Bräutigam zu finden. Übrigens, wo ist Harry? Ich habe ihn wirklich gemocht. Er hat sich vor meiner Giftschlangensammlung erschrocken und ist weggelaufen. Und Peter? Er kennt nicht einmal das Debräugesetz. Wednesday, du bist so anspruchsvoll. Nicht jeder ist so schlau wie du. Ich möchte, dass mein Verlobter klug ist. Ich will keinen dummen Kerl heiraten. Ach, was für ein Horror. Meine Tochter wird ein Leben lang allein bleiben. In dieser modernen Welt können Frauen auch ohne einen Mann leben. Ich will nicht, dass du eine Einzelgängerin bist. Ich bin keine Einzelgängerin. Ich habe eiskaltes Hähnchen. Das macht mir noch mehr Angst. Wenn ich einen würdigen Bräutigam treffe, werde ich ihn sofort heiraten. 30 Jahre alt. Wednesday, das Mittagessen ist fertig. Ich beende das Kapitel und komme. Schreibt sie wieder an ihrem Roman. Du weißt, dass sie ohne ihn nicht leben kann. War das die Türklingel? Seit 100 Jahren ist niemand mehr zu uns gekommen. Wer könnte das sein? Alle Nachbarn sind vor 15 Jahren weggezogen wegen Wednesday. Jeder hat Angst, sich unserem Haus auch nur zu nähern. Ich werde öffnen. Das ist wirklich interessant. Hallo, wohnt Wednesday Adams? Die berühmte Schriftstellerin hier? Ja, komm doch rein. Setz dich doch. Ich bin Journalistin und wollte mit Wednesday ein Interview machen. Setz dich hin, ich rufe sie jetzt her.
Ist unsere Tochter eine berühmte Schriftstellerin? Wusstet ihr das nicht? Ihre Bücher werden auf der ganzen Welt verkauft. Alle haben Angst vor uns, also versuchen wir das Haus nicht zu verlassen und kriegen deshalb nichts mit. Wednesday, es ist eine Journalistin hier, die dich sehen will. Sie möchte ein Interview machen. Interview geben oder kein Interview geben? Da sie alle meine Fallen überwunden hat, soll es wohl so sein. Wednesday, ich bin so froh. Beeil dich einfach, ich muss den Roman beenden. Schreibst du einen neuen Roman? Was wird mit der Hauptfigur passieren? Du willst es lesen und herausfinden. Die Leserinnen und Leser unserer Zeitung sind daran interessiert, wie du hier lebst. Lass mich dir alles erzählen. Vielen Dank für das Interview. Auf Wiedersehen. Und bleib dir selbst treu. Ist gut. 32 Jahre alt. Wednesday, du hast einen Fanbrief bekommen. Lesen oder nicht lesen? Ich bin die Fans schon leid, aber was soll ich tun? Ich bin eine berühmte Schriftstellerin. Liebe Wednesday, ich mag deine Romane und deine Erfindungen sehr. Du bist ein sehr kluges Mädchen. Ich würde wirklich gerne mit dir reden. Ich würde mich freuen, wenn du mir antwortest. Unterschrift unsichtbarer Mann. Antworten oder nicht antworten? Ich frage mich, ob der unsichtbare Mann ein Pseudonym ist. So sei es. Ich werde ihm antworten. 35 Jahre alt. Bist du bereit, diesen unsichtbaren Mann zu heiraten? Ja sagen oder nein sagen? Ich stimme zu. Ich erkläre euch nun zu Mann und Frau. Jahre alt. Was für ein wunderschönes Baby. Mama, er ist unsichtbar, genau wie sein Vater. Jedenfalls weiß ich, dass er sehr gut aussieht. Ja, er ist wie sein Großvater. Wednesday, seit du ein Kind hast, kannst du aufhören, deine Bücher zu schreiben? Aufhören oder weiterschreiben? Nein, Mama, ich liebe es zu schreiben und ein Baby wird mich nicht stören. Ich bringe das Baby ins Bett. Papa, komm, ich zeige dir etwas. Das ist meine neue Erfindung. Du hast doch Zeit zum Erfinden. Und was ist das? Dieser Handschuh verbindet sich mit deinem Gehirn und tippt das, was du denkst, auf die Tastatur. Hm, interessante Erfindung. Du musst dich nicht mehr anstrengen. Die Handschuhe schreiben alles für dich. Lass mich und Mama sie mal testen, ja? Nein, sie sind noch nicht fertig. Ist okay, wir vertrauen auf deine Erfindungen. Testen oder weiterforschen? Okay, testet sie. Papa! Chuck! Mein Schatz! Nein! 55 Jahre alt. Ich vermisse meinen Chuck so sehr. Mami, wie geht es dir? Mein Rücken tut ein bisschen weh, aber sonst ist alles in Ordnung. Übrigens, gehst du zur Beerdigung? Zur Beerdigung oder in die Disco? Wie gefällt dir mein neues Outfit? Ich gehe in die Disco. Du hast dich seit diesem Vorfall so sehr verändert. Mir wurde klar, dass das Leben kurz ist und ich etwas Neues ausprobieren muss. Das hättest du schon früher erkennen sollen. Aber besser spät als nie. 88 Jahre alt. Es ist schade, dass ich in meiner Jugend ohne bunte Farben gelebt habe. Oh, das ist mein Lieblingslied. Ich möchte wirklich tanzen. Spiel vorbei. Was für eine Wendung. Wednesday hat sich so sehr verändert. Amelie hat falsch gespielt. Sie tat mir einfach ein bisschen leid. Und am Ende war sie nicht mehr Wednesday. Aber ich habe es geschafft und ich bin alt geworden. Nein, das zählt nicht. Leute, was denkt ihr? Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir tun unser Bestes für euch. Auf Wiedersehen, alle.